Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem Hobbyhaul aus Bremen. Ja, ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, ich war in Bremen mit einer Freundin, meiner Arbeitskollegin. Wir haben uns durch die Arbeit eben kennengelernt, deswegen sage ich das immer so dazu. Und natürlich, wie soll es anders sein, waren wir eben hauptsächlich dort wegen Hobby. Wir waren tatsächlich ein längeres Wochenende unterwegs, hatten ein Airbnb gebucht und haben hauptsächlich zusammen einfach nur gestrickt und ein richtig, richtig, richtig schönes Freundinnen-Strickerinnen-Wochenende verbracht. Und zusätzlich, wie gesagt, waren wir eben auch im Hobbyladen, tatsächlich an zwei Tagen. Ja, wir sind donnerstags hingefahren und abends waren wir dann auch noch ein bisschen in der Innenstadt unterwegs, haben da halt ja die Dinge abgeklappert, die man sonst so in Bremen sehen kann, denke ich. Die Altstadt und die Bremer Stadtmusikanten haben wir uns angeschaut, die Figuren, die es da eben gab oder gibt. Dann waren wir auch noch so eine Stunde vor Ladenschluss in einem anderen Wollladen, der hieß einfach nur Wolle Bremen, glaube ich. Und dort habe ich dieses Garn hier gekauft. Das kann ich euch vielleicht einfach schon mal so mit erzählen. Das ist das Mondim Sockenwollgarn von Retrosaria Rosa Pomar in diesen unfassbar schönen Farben, wie ich finde. Es ist halt wirklich sehr knallig, sehr bunt und für Socken auf jeden Fall perfekt. Ich würde sowas tatsächlich aber auch als Oberteil anziehen, wenn das eben machbar wäre. Ja, das hat 10,50 Euro gekostet, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt für ein T-Shirt, Sweater oder sonst was ausgeben würde, aber das habe ich eben mitgenommen, weil sie wirklich einen schönen Laden hatte dort, die Frau, und uns auch extra nochmal aufgemacht hat. Sie hat gerade irgendwie ein bisschen Pause gehabt in einem anderen Laden, der im Erdgeschoss ist, denn man betritt quasi das ganze Haus schon und da sind mehrere Läden und auch ein Restaurant drin. Und ganz oben oder fast ganz oben ist dann eben der Wollladen und sie meinte dann, ja, ich komme. Und ist dann eben extra nochmal hoch, um uns aufzuschließen, obwohl es ja eigentlich innerhalb der Öffnungszeiten war. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen dann, oder hätte ich mich schlecht gefühlt, hätte ich den Laden komplett ohne irgendwas verlassen, weil sie hatte halt auch wirklich Isager-Garn, sie hatte Holz, Supersoft und all die richtig tollen Marken. Ich wusste halt aber, dass mein hauptsächliches Budget, das ich mir gesetzt hatte, eben für Hobby war. Deswegen habe ich da jetzt keine großen Mengen mitgenommen. Aber wie gesagt, eben das hier. Und das habe ich so oft schon auf YouTube gesehen, dass andere YouTuberInnen darüber sprechen. Und jetzt wollte ich es eben auch mal ausprobieren. Ja, und dann am zweiten Tag waren wir eben direkt dann um 10.10 Uhr oder sowas. 10 Minuten nachdem der Hobbyladen aufmacht, waren wir dann dort am Freitag. Und ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden sowas dort verbracht, haben uns wirklich alles gemütlich angeguckt und der Laden ist ja so riesig und so unfassbar toll. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass es viel ist, dadurch, dass Selin, ganz liebe Grüße an dich, eine der Kanalmitglieder hier auf dem Kanal, hat mir das eben schon ja verraten, dass es wirklich krass ist und mir auch ein paar Bilder geschickt. Sie war da auch schon zu Besuch und deswegen wusste ich schon, dass es viel wird, was so an Eindrücken auch auf mich zukommt. Aber dass es dann tatsächlich so viel Auswahl gab, hätte ich nicht gedacht. Sie hatten nicht jedes Garn da, das es auf der Webseite gibt, was aber ja natürlich auch irgendwie vollkommen okay ist. Aber wirklich unfassbar viel. Und es war einfach auch toll, sich alle Farben und ja, alles mal so im Detail anschauen zu können und auch anfassen zu können, wie sich manche Garne wirklich anfühlen und so. Und ja, ich habe insgesamt 150 Euro ausgegeben. Ich habe einiges gekauft, was es auch im Angebot gab. Die Angebote, die es auf der Webseite gibt, gibt es eben auch vor Ort im Laden. Genauso auch wie diese Mengenrabatte. Also je mehr man kauft, desto günstiger wird ein Knäuel. Das ist dann auch wie auf der Webseite nicht bei jedem Garn der Fall, aber bei vielen. Ja, und ich habe mir auch diese Tüten unbedingt mitnehmen müssen, bei beiden Besuchen jeweils eine.
Mein selbstgesetztes Budget waren 200 Euro, von daher bin ich ja froh, dass ich nicht mehr ausgegeben habe, dass ich unter dem Budget tatsächlich auch bin. Und ja, es war was, mit dem ich gerechnet habe, dass das auf mich zukommt, und ich wollte das eben auch genießen und was mitnehmen von diesem tollen Ausflug. Ja, und ich denke, jetzt fangen wir endlich mal an, oder? Die ersten Sachen, die ich eingepackt habe, war dieses Tukan-Garn. Das ist eins der, ich sag mal, Chenil-Garne, die Hobby hat. Das sieht dann eben vom Etikett so aus. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen dunkel heute, trotz künstlichem Licht hier. Ich hoffe, das klappt alles. Das ist ein wunderschönes Pink. Und das Tukan war eben im Angebot und war genauso dick und hat sich genauso schön angefühlt wie das Honey Bunny Garn, das ich schon mal hatte und eben sehr mochte. Und dann dachte ich, ah ja, wenn das jetzt gerade im Angebot ist, nehme ich doch davon ein paar mit. Das ist die Farbe 13. Dann habe ich noch so ein sehr helles Grau. Also es ist kein richtiges Weiß, das ist ein, ich sag mal, Kreideweiß, ein Grau, sehr, sehr helles Grau. Das ist die Farbe 32 mitgenommen, und ein Schwarz, das ist die Farbe 34. Ja, und das ist die letzte Tukan-Farbe, ein Tannengrün. So ein richtig, also ich mag dieses Grün sehr, sehr gerne. Ist schon fast schwarz, sehr dunkelgrün. Finde ich ganz toll. Das ist die Farbe 29. Und damit habe ich vor, Scrunchies zu häkeln. Vielleicht habt ihr das im letzten Kreativ-Vlog, habt ihr das vielleicht gesehen, wenn ihr das Video geschaut habt, dass ich gerade sehr in, ja, Scrunchie-Häkel-Obsession bin, in alle möglichen Farben, die ich dann auch ganz gerne in meinem Etsy-Shop online stellen möchte. Eventuell sind die jetzt dann schon erhältlich, also das sind dann aber Samt-Garn. Häkel-Scrunchies, die sind eher einfach nur reines Chenil. Es wird dann eine andere Kategorie auf Etsy. Aber ja, die anderen, vielleicht interessiert es euch, dann könnt ihr gerne in meiner Infobox ist der Link, auf Etsy vorbeischauen. So oder so fände ich es schön, wenn ihr das machen würdet, dann kriege ich da ein paar Klicks. Das würde mich sehr unterstützen. Und ja, wenn ihr meinen Shop liken möchtet, hilft mir das auch nochmal ein bisschen mehr für den Algorithmus auf Etsy. Und ihr bekommt dann auch mit, wenn die Scrunchies online sind, falls es euch, wie gesagt, interessiert und sie dann noch nicht online sind. So, Selbstpromotion ist vorbei. aber genau, damit versteht ihr jetzt halt den Kontext. Ich wollte damit und dann auch noch mit diesem Beilaufgarn hier. Es will jetzt gerade irgendwie nicht fokussieren. Heute ist meine Kameraeinstellung, glaube ich, ein bisschen komisch. Entschuldigung dafür. Aber ihr könnt es vielleicht sehen, es ist das Candy Pop von, ja, Hobby natürlich. Das ist in Farbe 1. Ich glaube, das ist das Neon Candy Pop. Und das dachte ich so als Beilaufgarn, je nachdem, welche Farbe ich dann da nehme, wäre vielleicht ganz cool, um so ein bisschen den gleichen Effekt wie hier das Honey Bunny. Da habe ich mal ein Granny Square mit gehäkelt. Ja, um so den gleichen Effekt zu erzielen. Dachte ich, ist das vielleicht ganz cool für noch so ein bisschen einen weiteren Pep in den Scrunchies. Und dann habe ich noch Baby Snuggle mitgenommen. Print, weil das war auch im Angebot. Das ist die Farbe 6, die ich jetzt hier habe. Sieht so aus. Dann habe ich davon noch diese Farbe mitgenommen. Das ist Farbe 5. Und wir haben das hier noch. Das ist die Farbe 9. Genau, das finde ich fast mit am schönsten mit diesen Farben. Genau, also das wird dann auch nochmal eine extra Kategorie, diese Version. Ja, ich habe jetzt bei allen noch nicht dazu gesagt, welche Nadelstärken und so benutzt werden. Also Häkelnadel für Babysnuggles sind 6 mm und Stricknadeln 6,5. Und das sind 120 Meter auf 100 Gramm, 100% Polyester. Und bei dem Tukan ist es
auch 120 Meter auf 100 Gramm eine 6 mm Stricknadel und 7 mm Häkelnadel wird dafür empfohlen. Ja, also sie sind recht ähnlich. Das Baby Snuggles ist vielleicht noch mal ein bisschen weicher, aber auch Toucan ist sehr, sehr angenehm und weich, finde ich. So, in der zweiten Tüte befinden sich auch noch mal ein paar extra Projekte, 3 Stück insgesamt. Also ich habe gezielt für Projekte auch Garne eingekauft, das war mir eben auch wichtig. Ein Projekt ist dann allerdings dort entstanden. Das zeige ich euch jetzt als erstes. Und zwar habe ich diese Garne hier in Live gesehen, die ich sonst auf der Webseite immer irgendwie ignoriert habe. Ah, jetzt funktioniert das besser mit dieser Produktfokus-Aktion. Das ist das Fantasy-Garn von Hobby, 100% Acrylgarn. 6 mm Häkelnadel und Stricknadeln werden empfohlen und 150 Meter auf 100 Gramm. Ja, und die beiden Farben habe ich gesehen und hab mich direkt darin verliebt und hatte dann erst überlegt, was kann ich mit einem davon stricken. Ich wollte es lieber verstricken und war dann schon fast dabei, hiervon ein paar mehr mitzunehmen und es dann dabei bleiben zu lassen, aber irgendwie konnte ich auch das hier nicht beiseite legen und dachte dann, ich nehme die beiden mit und suche mir noch ein paar andere Acrylgarne aus. Also ich persönlich habe ja auch nichts gegen Acrylgarn und mache dann so einen richtig coolen, ich sag mal Scrap-Yarn Pullover daraus. Also ein Pullover, der aussieht, als wäre er aus Restegarn gestrickt. Da kann ich vielleicht dann auch noch ein bisschen andere tatsächliche Restegarne mit einfließen lassen, dass die eben auch ein bisschen weniger werden. Aber ja, ich fand das eben so cool, das wollte ich dann unbedingt machen. Und mir sind dann nämlich diese beiden hier noch aufgefallen. Das ist das Fluffy Day XL, also das bisschen dickere. Das ist 6,5 bis 7 mm Stricknadel, aber wenn ich die so zusammenhalte, sind die eigentlich gleich. Ich denke auch, dass die, ja genau, die fallen in die gleiche Garnkategorie 5 Bulky, deswegen habe ich sie mitgenommen. Das normale Fluffy Day wäre nämlich zu dunkel gewesen. Aber ja, diese beiden Farben, einmal so ein Türkis und ein Pink, dachte ich, passen doch dann hier jeweils richtig gut dazu. Dann würde ich mir vielleicht noch irgendwie was... Ups, einmal runtergefallen. Dann würde ich mir doch vielleicht noch was knalliges Gelbes oder Grünes dazu machen, dass dann noch so ein bisschen knallige Farbe dazu kommt, außer diesem Pink noch. Aber hauptsächlich eben so in diesen Farben wird das eben ein Pullover. Und das stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Auch finde ich cool, dass das Fluffy Day halt so ein bisschen fluffig ist, wie der Name schon sagt, und dadurch nochmal so ein bisschen unterschiedliche Textur dazu kommt. Welche Anleitung es konkret wird, weiß ich noch nicht, aber ich habe einige Raglan-Pullover, die auch ungefähr in der Größe gestrickt werden. Von daher kann ich mir da eine Anleitung, die ich schon habe, auf jeden Fall aussuchen. Und mach dann einfach so ein bisschen, was die Farbgebung angeht, mein eigenes Ding daraus. Und das wird bestimmt richtig cool. Dann habe ich mir noch das hier. Gut, das ist jetzt vielleicht doch so ein Einzelkauf. Das Malaga Print von World of Yarn ist es tatsächlich. Aber manchmal hat Hobby eben auch diese anderen Marken. Gründel zum Beispiel haben sie jetzt auch. Aber ja, ich fand das so interessant von der Farbgebung. Das musste ich unbedingt dann doch auch mitnehmen, denn auch das war im Angebot. Und das ist jetzt ein 4-Medium-Garn, also ein bisschen dünner als das hier. Deswegen kann ich das nicht unbedingt damit einfließen. Aber vielleicht kriege ich es ja doch hin mit noch einem anderen Beilaufgarn. Oder ich nehme es doppelt, dann ist es aber wiederum zu dick. Ja, also vielleicht werde ich es doch irgendwie damit reinfließen lassen in den anderen Pullover. Oder ich habe genug andere Acrylgarne mit der gleichen Stärke, sodass das dann auch was Cooles wird. Oder halt, ja, es
gibt ja auch Sachen, die man mit nur einem Knäuel, das sind jetzt 100 Gramm, 165 Meter, die man damit häkeln oder stricken kann. Ja, das gibt es nämlich tatsächlich so nicht mehr auf der Webseite, habe ich gesehen. Und dann habe ich es halt mitgenommen für, ich glaube, 4,50 Euro. Ja, dann sind noch zwei letzte Projekte hier drin. Es ist aktuell dieses Garn im Angebot. Also wahrscheinlich jetzt dann nicht mehr, wenn ihr das Video seht. Die ändern ja immer ihre Angebote auf Hobby oder bei Hobby. Das Easy Care Merino Classic in diesem richtig schönen, ich sag mal Gurkengrün, Pickle Green oder auch Schrecksumpfgrün. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe, es wird mir stehen, weil es ja doch ein bisschen eher ins Wärmere vom Farbton geht und ich ja der etwas ja, kaltfarbtonige Typ bin. Ich bin auf jeden Fall eher, wenn man jetzt die Farbtyp-Kategorien durchgeht, eher in der Winterkategorie und demnach halt, ja, eher kältere Farben. Aber ich glaube, das wird auch gut aussehen. Und daraus, da habe ich, glaube, insgesamt 400 Gramm mitgenommen. Daraus möchte ich gerne eine Petite-Knit-Anleitung stricken. Und zwar soll es der Hazel-Sweater werden, den ich erstmal gar nicht so wirklich beachtet hatte, als ich das erste Mal auf ihre Seite gestoßen bin, wegen des sehr hohen Rollkragens. Aber je länger oder öfter ich ihn dann gesehen habe, desto schöner fand ich ihn. Gerade halt auch wegen des Musters, das ist, glaube ich, Doppelripping, doppelgeripptes Maschenbild. Ja, wie man das jetzt auf Deutsch nennt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann hier mal kurz auf ihre Webseite schauen. Okay, einfach nur im Rippenmuster. Ja, aber es sind sogar mehr als 2,2. Wahrscheinlich 4,4 oder 6,4. Das wird sie natürlich jetzt hier nicht sagen. Ah doch. 3 rechts, 3 links ist das Maschenbild. Und dieses Rippenmuster zusammen mit dem Schlitz an den Seiten fand ich halt richtig schön. Und ich glaube, ich werde den Hals dann einfach ein bisschen kürzer stricken und dann umklappen, sodass er zwar doch irgendwo eng anliegt, aber nicht so hoch geht, weil da fühle ich mich zu eingeengt, wenn das immer so extrem hoch geht. Merke ich bei meinen anderen Pullovern. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen in dieser Farbe. Ich habe auf jeden Fall noch ein Mohair-Garn, das dazu passt und dann wird es was richtig Cooles. Ja, und das letzte Projekt oder das letzte Garn ist dieses hier. Da löst sich ganz häufig immer sowas. Ich habe jetzt 2 rausgenommen, weil ich tatsächlich dann auch 2-fädig halten werde. Das ist das Go Handmade Tencel Bamboo Fine und das war pro Knäuel im Angebot für 3 Euro. Da kann ich mich noch hundertprozentig dran erinnern, denn ja, den Kassenzettel habe ich irgendwie leider nicht mehr. Deswegen, ihr wisst ja aber insgesamt, was ich jetzt ausgegeben habe, dann passt das, denke ich. Das ist 40% Tencel und 60% Bambus und fühlt sich richtig geschmeidig und angenehm an. Und ich wollte daraus ganz gerne die Blouse Number 1 von My Favorite Things Knitwear, hier wieder ein Foto, stricken. My Favorite Things Knitwear ist ja immer ein bisschen schwierig, weil sie nicht größeninklusiv ist, also size inclusive auf Englisch. Deswegen gibt es sehr viele, die sie nicht mehr unterstützen, was ich auf jeden Fall auch verstehe. Ich bin dann aber leider manchmal doch zu sehr Opfer einfach des wunderschönen Designs von ihren Anleitungen. Und ja, Blouse Number 1, ich bin ihr verfallen, ich möchte sie unbedingt stricken. Und in diesem Schwarz mit diesem wunderschönen Garn, denke ich, wird es auch super rauskommen. Genau, also ihr wisst jetzt Bescheid, dass sie nicht size inclusive ist, falls ihr das noch nicht gehört habt und wenn euch das persönlich noch wichtiger ist als mir zum Beispiel, weil ich habe ja trotzdem ihre Anleitung gekauft und werde sie trotzdem stricken, dann wisst ihr jetzt Bescheid und ja, könnt dann für euch selbst Schlüsse daraus ziehen. Aber das ist auf jeden Fall das letzte Garn, da habe ich auch einige von gekauft. Und ja,
Das war mein Hobby-Haul. Das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch nur empfehlen, falls ihr mal nach Bremen kommt, da auch mal vorbeizuschauen, wenn ihr Budget habt, die Möglichkeit habt. Ja, ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich schön und macht sehr viel Spaß. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!